Hallo und willkommen zurück. Ja, hier haben wir sie also, die neue MP7 Supersonic Rev Reverse Armbrust mit Reverse Limb Technologie und ein richtiges Powerhouse, muss man dazu sagen. Ja, und die gibt es in zwei Versionen, mit dem Supersonic Bolzen und auch mit Edder Bolzen. Und zwar habe ich die gemacht, weil die Edder Bolzen bisher immer besser verfügbar sind, und das schauen wir uns mal im Detail an. Das sieht so aus, der hat 6 Schuss bei Edder Bolzen und 8 plus 1 Schuss bei Supersonic Bolzen, also da ein paar mehr. Funktionieren beide gleich, ist ein offenes Magazin, man sieht wunderbar, was abgeht, und man kann zur Not auch eben korrigieren, wenn was sein sollte. Und deswegen verhindert das natürlich am besten Fehlschüsse und Leerschüsse. Es gibt verschiedene Optiken, man kann hier einen Red Dot drauf machen oder eben auch ein normales Scope mit einer kleinen Erhöhung. Und funktionieren tun beide gleich, ja, das tun sie sehr gut. Dann spannt sie, zielt und schießt. Und das geht wunderbar. Und trifft auch sehr schön. So, wie man gesehen hat, das fluppt wie nur was. Ja, und dies wollte ich auch mal zeigen. Die Edder-Version wird es wahrscheinlich weniger geben, weil es mittlerweile die Supersonic-Bolzen mehr verfügbar. Und deswegen braucht man auch da nicht mehr so drauf auf die Bolzen achten, dass man sie bekommt. Denn diese gibt es jetzt in rauen Mengen. Und dazu noch viel günstiger. Und da schauen wir uns mal diese hier ganz genau an. So, was hat das ganze Ding? Also, es hat einmal 8 Schuss plus 1. Was heißt das? Mit einem Scope kann ich normalerweise auch 9 Schuss laden. Dann lade ich 8 und tue, wenn es gespannt ist, noch einen dabei. Ansonsten mit einem Red Dot kann ich direkt 9 Pfeile laden, weil die eben den Vorteil haben, dass das Red Dot ja hinten spitzt und dann den Speedloader direkt oben drauf machen kann. Somit kann ich es natürlich schneller laden und dann auch einen mehr reintun. Aber ansonsten hat das Ding schon alleine 8 Schuss. Ja, ist sehr schön präzise gebaut, finde ich. Ne, hält also die Mitte sehr gut, ist da kein Wackeln und all sowas drin. Und ist super schlank durch diese Reverse-Arm-Technologie. Wenn man das mal vergleicht mit der bisherigen,
Supersonic. MP5 Mamba ist natürlich andersherum die Arme gebaut, aber ansonsten fast gleiche Länge und auch gleiches Gewicht. Ziemlich, also hier ist natürlich jetzt noch die Optik drauf, aber ansonsten haben die gleichen Maße, Außenmaße und gleichen Gewichte. Ähnlich wie die Stinger und auch die gleichen Maße. Hat allerdings ungefähr die Power von fast der Siege 300 und der Fenris zum Beispiel mit 60 Pfund gespannt hat die gleiche Power. Allerdings dies in einem richtig kleinen, kompakten Verhältnis. Ne? Ansonsten, wie gesagt, sind beide gleich, schießen beide gleich gut. Diese hat 30 bis 34 Joule, die Edda zum Vergleich 35 Joule, deswegen kann man die ganz gut vergleichen. Diese hier 50 bis 60 Joule. Und das ist eine Hausnummer. Und deswegen muss ich auch sagen, ist das hier wohl die Zukunft, was die taktischen Armbrüste angeht und ja wahrscheinlich auch die Endstufe, was Kompaktheit und Power zusammengenommen da angeht. Also das ist eine richtige Männerarmbrust, muss man sagen, die spannt mit angegeben ist mit 40 Pfund, genauso wie diese hier. Nur diese hier hat wirklich 40 Pfund und diese hier lässt sich schon schwerer spannen, muss man dazu sagen, ist eine Armbrust wirklich für Kerle. Und BSW hat die jetzt mal gemessen und kam auf 52 Pfund. Und das ist auch ziemlich angemessen. Das heißt eine dreifache Übersetzung, das heißt man spannt eigentlich 156 Pfund, die man hier rausjagt. Und das mit einem verlängerten Powerstroke, weil es eben diese schöne Reverse-Arm-Technologie nutzt, die ansonsten nur Compound-Armbrüste wie zum Beispiel Raven, Tenpoint oder Scorpid zum Beispiel nutzen, also Armbrüste über 2000 Euro aufwärts. Und das hat man hier in einem schönen, kompakten Verhältnis und dann mit einer Spanntechnik, die sehr schön funktioniert und mit einem Magazin mit 9 Schuss direkt dabei für 799 Euro. Denke ich, ist ein wirklich fairer Preis bei dieser Power und dieser Leistung. Dazu hat man eben verschiedene Anbaumöglichkeiten des Schaftes. Das ist jetzt der Triangel-Schaft, AR-15, gibt auch den L-Schaft-Version oder ganz ohne Schaft-Version. Da hat man eine richtig coole kleine Pistole, wo man dann wirklich auch kein Scope oder Bipod dabei braucht. Und die kann man zum Beispiel wunderbar auf den Beifahrersitz spannen und dann schießen, wenn was sein sollte. Im Auto oder sonst wo. Macht das mal mit dem Fenris. Haut nicht hin, ne? Noch nicht mal mit der großen Siege. So, was noch dabei? Ja, dieses, der Frontaufbau, der hat ein Picatinny unten drunter, so dass ich dann eben auch Bipods, wenn ich möchte, das kostet 30 Euro über Amazon, drunter machen kann. Oder in Ländern, wo es erlaubt ist, eben auch Laser- und Lampenkombination oder was ich dann ganz gerne darunter haben möchte. Ne? Ist sehr schön geworden. Ist wie gesagt auch die offene Form. Da kann nichts passieren mit Leerschüssen. Und lässt sich auch wunderbar spannen. Wie gesagt, ist eben Männerarmbrust, muss man dazu wissen. Kamera ist ein bisschen krumm. Apropos Kamera. Ich hoffe, ihr hört mich heute ein bisschen besser, weil das Mikrofon sollte jetzt schon ein bisschen wirken bei unserem Verkehr hier vorne. Und ich hoffe, das lässt sich jetzt ein bisschen besser auch verstehen. Für die Zukunft ist das ganz sinnvoll, denke ich mir. Ja, und dementsprechend schießen wir die auch mal ab. Nimmt also sehr gut. Man kann damit richtig schön zielen. Man kann den Schaft ja noch einstellen, wie man möchte. Und da sieht man schon, die hat mehr Power. Wenn man das mal hört, kann man das ja vergleichen mit der bisherigen Supersonic. Die lässt sich jetzt wirklich nur mit 40 Pfund, hat die nur. Und deswegen auch noch ein bisschen leichter spannen, deswegen auch ein bisschen schneller. Hat die schnellste Schussfolge mit 1,5 Sekunden und allerdings eben auch nur fast die halbe Kraft. Das ist eben so das Edda-Niveau. Man hört es auch. Ja, das wäre jetzt nichts, was ich daneben hatte. So. So, und das geht noch besser, wenn ich es Red Dot anmache. Geht also sehr fix und zum Vergleich nochmal, die wirklich stärkere Ref also die hat richtig mehr Wumms dahinter, wie man auch schon wohl hoffentlich hören kann. Spannen lässt sich ungefähr in 3 Sekunden pro Schuss und das ist gut vergleichbar mit der, anstatt mit der Edda,
weil die kommt da nicht, leider überhaupt nicht mehr mit, weil die hat eben einfach nur 35 Pfund, Joule und diese hat 50 bis 60 Joule. Das ist eine andere Hausnummer, und zwar ist das mehr die Hausnummer von der Siege 300, die es hier auch weiterhin im Magazin gibt. Und wenn man sie mal vergleicht hat, die hat jetzt 71, 72, 73 Joule, je nachdem wie schwer die Pfeile sind. Und diese hat 50 bis 60. Aber guck dir das mal in einem großen Verhältnis an. Ne? Das sind Welten. Ja, und dazu wiegt diese hier, selbst mit offenem Magazin, 4,5 Kilo. Und diese hier wiegt noch nicht mal 2 Kilo. Ne? Kommt natürlich noch Scope und Zweibahn drauf. Aber trotzdem, diese hier kann ich auf Dauer nicht ewig halten. Diese hier kann ich ganz Tag so mit rumrennen. Habe ich kein Problem mit. Und vor allen Dingen im CQB, also im Hausbereich, ideal. Also das ist wirklich das Kommende, wo man sagen muss, ja, das ist die Zukunft. Gibt es nichts anderes, das ist Reverse-Technologie. Keine althergebrachte von vor 100 Jahren, von Wilhelm Tell noch, mit Recurve, was sehr schön ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Survival macht und sowas und das selber eben reparieren möchte. Das ist wirklich urbane Nutzung, ne, weil es auch leicht ist, die Kabel zu wechseln, auch die Sehnen zu wechseln. Das geht alles, muss man ein bisschen wissen, wie, und dann hat man aber gar kein Problem. Aber das ist einfach eine ganz andere Technologie, das ist eben modern und dementsprechend auch viel, viel schneller als diese alte Recurve-Technik. Das ist eben so. Und wenn ich was Effizientes fürs Haus haben will oder eben was Effizientes für Survival, wenn ich irgendwo im Dschungel übernachten will, weil es keine Menschheit mehr gibt, ja, dann muss ich ja nur gegen Tiere und sowas gewappnet sein. Gegen Menschen brauche ich was Effektives, zumindest gegen Zombies. So, und dann ist dies hier auch die beste Home Defense Armbrust, ja, denke ich mal, die man kriegen kann, was eben das neue Stand der Technik ist. So, was man noch dabei haben müsste oder wissen müsste, die hat, aversiert wurde sie mit 420 Feet per Second. Da muss man sagen, das hat sie nicht. Nein, die hat aber gemessen mit rund 350 Feet per Second, habe ich sie gemessen. 330 bis 350, je nachdem, welche Pfeile man nimmt. Die hat es aber, und damit ist sie auch schon schneller als die Siege 300, die ja wie gesagt 300 Feet per Second hat, und da kommt die auch drauf. Nutzt dafür aber auch schwere Bolzen, ne, diese langen Bolzen haben 18 Gramm und hat deswegen auch mehr Energie im Ziel. Also wie gesagt, die hat hier 72, 73 Joule, diese hier 50 Joule bis 60 Joule. Und wie komme ich auf die 60 Joule? Das kommen wir gleich mal drauf. Erstmal muss man dazu wissen, 350 Feet per Second ist immer noch schneller als eben 300 Feet per Second, und deswegen hat sie auch eine höhere Reichweite. Das ist eben so. Die Pfeile sind natürlich dünner, auch windanfälliger. Allerdings per se ist das erstmal eine schnellere Armbrust, obwohl sie viel kleiner ist wie die Siege, und deswegen kann sie auch viel weiter schießen. Das ist so. Bevor der Pfeil runterkommt, hat er mehr Geschwindigkeit, schießt gerader, schießt nicht so eine ballistische Kurve, sondern etwas eine geradere Kurve, was sie sehr angenehm macht. Und schießt deswegen auch etwas weiter, obwohl sie viel kleiner ist. Schöner Nebeneffekt. Wie man die jetzt tunt, das macht man nicht heute auch noch, von 50 auf 60 Joule, da kommen wir dann zu. Das ist relativ einfach. Und ja, da sehen wir dann gleich mal, wenn wir das ganze Ding chronieren, wie schnell alles ist und wie viel Energie die hat. Da kommen wir dann gleich noch mit zu. Und auch, wie man die Pfeile herstellen kann, wenn man ganz gerne andere Pfeile zum Beispiel haben möchte. Ansonsten, apropos Pfeile. Die gibt es jetzt für die Supersonic auch sehr available. Und zwar einmal, muss man erstmal gucken, welche Pfeile passen denn da rein. Und zwar bei den Supersonic Bolzen gibt es die ganz normalen bisherigen, so 11 Zoll, je nachdem welche Spitze die haben. So, die gab es immer bisher. Das sind auch die fürs Magazin, passen da wunderbar rein und stehen nicht vorne rüber wie diese hier. Das sind die neuen für die Ref und die haben 13 Zoll. Die passen nicht ins Magazin. Man kann sie immer noch einzeln laden, einzeln schießen, ja. Aber ins Magazin passen sie nicht, weil die Federn hinten nicht passen. Die sind hier weiter vorne bei den neuen und bei den bisherigen weiter hinten. So. Ein Problem, deswegen habe ich das Edder-Magazin dafür gemacht, also das mit den Edder-Bolzen, war immer die Bolzen zu bekommen. Es war meistens immer ausverkauft und so besser. Und ja, das macht ja keinen Sinn, wenn man keine Bolzen für seine Armbrust kriegt. Ne, oder dann eben nur sehr teure für bezahlen muss, das will man erst recht nicht. Ne, weil zum Beispiel die diese hier mit Edder-Magazin, mit Edder-Bolzen-Nutzung, die
REV, die hat einen längeren Powerstroke wie die normale Supersonic. Das heißt, die kann keine 7,5 Zöller Adder-Pfeile laden, weil die dann hier vorne gegen die Sehne drücken. Hat das gleiche Problem wie die Siege 300 und deswegen muss man da etwas verlängerte Pfeile nehmen, wenn man die kurzen nehmen möchte. Die müssen mindestens 8,5 Zoll lang sein und ja, das hat ein Problem, denn die kosten Schweinegeld. Ne? Also die kriegt man nicht überall und wenn man sie kriegt, kosten die in 4 Euro das Stück, ist viel zu teuer für eine Armbrust, weil ich will die Armbrust ja nicht zweimal bezahlen, ne? Weil ich dann später die Pfeile noch und nöcher immer wieder drauf zahlen muss. Das will ja keiner machen. Die 15 Zöller, ja, die kriegt man für 1,50, ne, die könnte man nutzen, aber die stehen da eben so weit über, ist ein bisschen lang. Also wenn man die jetzt komplett haben will, dann muss man schon entweder bei der Edda Magazin das die 8,5 Zöller nehmen und die kosten 4 Euro das Stück. Bei 50 Stück sind das 200 Euro. Ne, und das braucht man eigentlich jedes Jahr, weil es ein Magazinarmbrust. Das ist keine, die man 3 Minuten lang spannt und dann einmal schießt. In 3 Minuten hat die schon hier, weiß nicht, 40 Schuss bald gemacht. So, und deswegen mit Speedloader und deswegen, ja, will man da natürlich auch einiges an Pfeilen nehmen und auch wohl verbrauchen. Das heißt, 50 Pfeile im Jahr ist eigentlich nichts. So, und dann hat man da jedes Jahr 200 Euro, wenn man die für 4 Euro kaufen müsste. Ne, diese normalen kosten auch 3 Euro das Stück. Allerdings nicht mehr bei mir, sondern da kosten sie nur noch 1,50 Euro. Und für 1,50 Euro, das ist die Hälfte, das ist 75 Euro pro Jahr, anstatt 150 Euro oder 200 Euro. Das ist eine ganze Menge Holz, was man dabei sparen kann. Und da macht das Schießen auch richtig Spaß, weil ich habe eine Quelle aufgetan und die produzieren genau die gleichen Pfeile und zwar auch ausreichend, dass man auch lange genug haben kann. Ja, und wenn man sich das mal hochrechnet, spart man dann doch sehr viel Geld im Vergleich sogar zu Edda. Rechnen wir später mal aus, machen wir ein Rechnen drauf, wie sich das vergleicht. Und deswegen, weil die jetzt verfügbar sind, die Bolzen, ist dann auch das Magazin mit den Supersonic-Bolzen auf jeden Fall das bessere, weil es ganz einfach 3 Schuss mehr bietet schon, anstatt 6 eben 9 Schuss. Das ist immer sehr schön. Und welche Bolzen kann man da nutzen? Also welche Spitzen? Es gibt ja verschiedene Spitzen, natürlich hier die ganz normalen Fellspitzen, ne? Die sind auch sehr wirkungsvoll, wenn man sowas ins Bein kriegt, der geht glatt komplett durch. So, aber effektiver sind natürlich noch Jagdspitzen. Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Diese hier zum Beispiel von der Stinger oder auch die bei einer Edda benutzt werden. Die sind jetzt so 16 mm breit, können auch nicht breiter sein, weil im Magazin ja die Wände hat und deswegen beim geschlossenen Magazin eben nicht breitere da reingehen. Ne? Die gleichen kann man sich dann eben auch für die Supersonic, gibt es die auch. Ne? Sind die gleichen Spitzen. Oder man kann aber auch diese Spitzen verwenden. Die sind 30 mm breit und die gehen ins offene Magazin natürlich locker rein, weil ja vorher nichts ist, was die beschränken sollte. Ne? Also die passen da wunderbar rein. Und ansonsten mag ich aber noch lieber, weil die sehr viel Kraft hat und eine richtige Maschine ist, diese hier. Das sind welche zum Aufklappen und die haben 60 mm. Wenn man das mal vergleicht, 30, 40 und mal diese hier. Das sind 60 mm im Vergleich zu 16 mm. Das heißt, mit einem Schuss mache ich 4-mal mehr Schaden als mit diesem hier. Mit diesem hier müsste ich 4-mal schießen. Oder mit diesem hier. Ne? Müsste ich 4-mal treffen, während ich immer nur 1-mal mit treffen kann. Und wenn mir das irgendwo durchgeht, Feierabend. Das ist Mannstoffwirkung sofort. Ne? Die anderen schmerzen auch, aber je nachdem, was für Drogen man schon mal genommen hat, merkt man es nicht so. Diese hier braucht man gar nicht merken. Wenn der Knochen weg ist, ist der Knochen weg. Und dann steht man eben für die Zeit erstmal nicht mehr auf. Also für Home Defense das Beste, was man nutzen kann. Ja, wie man die bekommt, das zeigen wir dann gleich auch nochmal. So, und dann gehen wir gleich erstmal zum Schusstest, weil wir wollen natürlich auch mal vergleichen, ne, wie sich die so verhält. Das ist jetzt die mit den Adam-Bolzen und diese hier dann eben mit den Supersonic-Bolzen. Hier ist das Scope schon drauf. Und die vergleichen wir dann mal mit eigentlich ihrem wirklichen einzigen Konkurrenten, muss man sagen. Das ist der Siege 300, die auch sehr wunderbar läuft, aber eben wie gesagt doppelt so schwer und auch viel größer ist. Ne, also das hier ist das Teil der Zukunft, muss man schon sagen. Ne. Wenn hier irgendwann mal vielleicht Reverse Arms draufkommen, können Sie das noch was tun. Aber weil dann wird sich auch das Gewicht nicht von vorne nach hinten verlagern, weil hier hast du den Schwerpunkt eben mehr in der Mitte. Der ist schön ausbalanciert, hier hast du den Schwerpunkt alles vorne. Ne, macht es auch sehr viel schwerer. Aber beide treffen sehr gut und das zeigen wir jetzt mal. Gehen wir mal direkt auf Distanz.
Kann man also wunderbar im Sitzen auch spannen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, ist jetzt nicht schwer. Für Frauen vielleicht doch ein bisschen, weil das eben 53 Pfund oder 52 Pfund Pfund hat. Ne? Da wäre dann für Frauen vielleicht dann diese hier bei ihm besser. Ne? Das wäre die normale MP5 Mama, die hat nur 40 Pfund. Lässt sie deswegen auch leichter spannen. Ne? Aber wie gesagt, für richtige Männer, die dann sagen müssen, okay, ob ich jetzt diesen hier spanne oder ob ich zum Beispiel 30 Mal den Fenris spanne. Das ist ja auch ein Unterschied, ne? Weil wenn ich den mit 60 Pfund spanne, spanne ich den auch nicht so schnell, schießt den in einer Sekunde, sondern dann muss ich auch erstmal ziehen und zielen und schießen. Und das sind dann eben auch 3 Sekunden pro Schuss locker. Also da ist diese genauso schnell oder sogar ein bisschen schneller, aber eben viel kompakter als so ein riesiger Bogen, den man ins Haus oder sonst wohin mitschleppen muss. Ne? Der Fenris als Bogen hat andere Qualitäten, die ein bisschen mit legaler zu tun haben, weil man kann mit denen überall schießen. Mit einer Armbrust eben nicht überall, nur da, wo es erlaubt ist und wo man vielleicht sein Grundstück hat. So, aber dafür ist das allemal natürlich besser wie jeder Bogen. So, und da vergleichen wir jetzt mal mit der Siege 300. Weil die zieht natürlich auch sehr schön. Ne? Die hat hier auch das neue Magazin mit dem Vorteil, das Scope ist feststehend. Das heißt, es kann nicht mit nach vorne und hinten, wird nicht mit nach vorne und hinten gebracht und deswegen wackelt das vor, wackelt das wieder zurück und bei jedem Schuss gibt es Vibrationen im Gerät, die irgendwann das Zero von dem Scope verschieben. Und das will man ja nicht, sondern es soll ja da bleiben, wo es ist. Und dementsprechend hat man hier einen Vorteil, nicht nur, dass das Scope sich eben hundertprozentig Zero hält und auch noch 2.000-3.000 Schüssen, das so bleibt, sondern eben auch, dass die sich leichter spannen lässt, weil die ganze Optik muss nicht mit nach vorne und hinten bewegt werden, sondern es bleibt einfach alles am Platz, wo es hingehört. Ne? Und da halten wir auch mal mit drauf. So, das sieht auch ganz gut aus. Ja, und dann schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Das heißt hier, man sieht ja nichts. So, Kamera, Phone. Ja, bin das hier nur 30 Meter, das ist nicht so wild. Nur, dass man sieht, wo das Trefferbild eben ist. Und ich finde das schon ganz gut. Kann sie schon erkennen, oh ja, das ist gut machbar. Also hier die ein an meiner Hand dazu, dass man es mal vergleichen kann. Das ist eben hier die Siege-Gruppe, ein paar Pfeile mehr und das sind die 4 von den Reverse. Also was sind das hier? 6 cm, 7. So, und das ist ein bisschen mehr. Aber beides super Sache. So, und dann gehen wir jetzt mal zum Chronieren und zum Abtunen, was da noch möglich ist. So, und dann wollen wir es auch mal chronieren. Und zwar gleich mit einem Tuning-Update. Und zwar haben wir 2 verschiedene Pfeile dafür. Einmal die Originalen, das sind die langen, die jetzt mit der Rev zusammenkommen. Die sind ein bisschen länger, deswegen passen die nicht ins Magazin, weil da die Federn, wie man sieht, so sieht man es, etwas weiter vorne geklebt sind. Ne? Die stehen so. So, jetzt müssen wir mal messen. Das sind, die haben 10 Gramm.
Und dieser hier, das sind die Originallangen. Die habe ich ein bisschen beschwert. Mit dem Stahlstift drin. Um mal zu sehen, was da wirklich rauskommt, wenn man es ein bisschen tunt. Mit schweren Pfeilen, die haben 32,4 Gramm. So, die packen wir jetzt mal beide ins Magazin. Einzelschuss geht ja, wenn man den einzeln lädt, dann kann man den langen auch nutzen. So, und den schweren oben drauf. So. Deckel zu, festlegen. Und jetzt lege ich euch, dass ihr auch was sehen könnt. Hier ist der Aufbau, wie immer, ne, Chronometer und dahinter unser Putzlumpensack. Umwickelt mit ein bisschen Folie. Gucken, dass man was sieht. Ich glaube, so geht's. So, nehmen wir unsere Armbrust, machen hinten den Haken rein. So, jetzt hält er den. Wie gesagt, jetzt habe ich beide da drin. So, kann man auch sehr schön sehen, wo da die Federn sind. Bei den Originalen von der normalen Supersonic und bei den neuen von der Ref. Die stehen noch vorne, wissen wir da raus. Da sieht man sehr schön, wo die Federn jeweils liegen. Und warum das mit den längeren nicht geht, mit den kurzen sehr gut. Die sind passgenau. Dann gucken wir mal. Erstmal den langen mit 10 Gramm. Meter pro Sekunde. 100,1 und dann den schweren. Was der bringt. 62,0 Meter pro Sekunde. Das ist schon einiges an Leistung. Ja, wenn man das mal umrechnet, ich muss mal die Zahlen genau berechnen, aber es sind wohl wahrscheinlich zwischen 50 und bis zu 60 Joule, denke ich mal. Und da sieht man mal, was das ausmacht, wenn man schwere Pfeile eben nutzt. Das ist schon ganz schön was, was da noch an Leistung hier drin steckt, verborgen steckt. Das nutzt ja normalerweise die leichtere Pfeile, ne, wahrscheinlich auch um die angedachten 400 Feet per Second zu erreichen. Aber was richtig für Home Defense Effizienz geht, sind eben schwere Pfeile und da sieht man, wie viel mehr Energie darin noch versteckt ist. Ein super Teil. Das ist ein kleines Ding. Und ohne Schaft ist er noch kleiner. Eine richtige Pistole. Ja, da sieht man auch mal, wie tief die Pfeile da reingehen. Denn die zu beschweren ist gar kein Problem. Man nimmt einfach schwere Jagdspitzen. Die gibt es zum Beispiel bei BSW, diese deutschen Jäger. Jagdspitzen, die gibt es so bis 175 Grain, das sind ungefähr 11 Gramm. Plus den Schaft dabei liegt man ungefähr bei 18 Gramm schon. Mehr muss man gar nicht machen. Und dann kommt man schon völlig genau auf die 60 Joule, was das ungefähr jetzt sein wird, sondern vielleicht auch 56, aber die kriegt man damit locker. So, dann hat man 56 Joule, die man neunmal ins Magazin laden kann, ohne irgendwelche Probleme. Und wie tief die Dinge eindringen, sehen wir mal. Das sind unsere Putzlumpensack, wie man sieht. Ne? Hält eigentlich alles auf, auch Jagdarmbrüste und alles. So, da sieht man mal, wie tief die da eindrücken. Der lange, je nachdem natürlich auch, was er getroffen hat. So tief. Und der kurze, aber dafür schwere. So. Der geht so tief. Das ist verdammt tief. Gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann rechne ich es mal aus, ganz genau, wie viel das sind an Energie. Und bis später. Und die Gruppe hier ist natürlich sehr gut von der Supersonic Ref.
Allerdings kriege ich die Pfeile so fast gar nicht raus und muss dafür eine Zange nehmen. Und da gibt es einen Trick für, und zwar ein anderes Ziel. Und zwar gibt es ja die schöne Möglichkeit, anstatt normaler Targets, die auch sehr viel kosten, eben ganz einfach eBay-Putzlappen-Säcke zu nehmen. Die kosten 10, 15 Euro das Stück. Und da kann man sie viel leichter rausziehen. Und das zeigen wir auch mal kurz. Ja, hier, da ist ein ganz normaler Putzsack. Ja, für Putzlumpen. Und wenn man sie da mal eben reinhaut, ja, da sieht man, die gehen gar nicht so tief mehr rein. Die Putzlumpen halten sogar Yachtarmbrüste sehr gut auf. Und jetzt kann man die auch mit zwei Fingern locker ziehen. Ganz leicht. Bleiben sie heil, kein Problem mit, lange wiederverwendbar. Ja, und zu den Pfeilen müssen wir mal eine Rechnung machen und zu dem ganzen Gerät. Für die Leute, die sagen, au, das ist mir aber teuer, was wir denn woanders dafür bezahlen müssten. So, mal gucken, ob das so hält. So. Und zwar kostet die MP7 Supersonic Ref mit Magazin, 9 Schuss, ja 799 Euro. Kann man bestellen bei andis.solutions@web.de. Ja, und dann mache ich das fertig. Und alles, was man dazu haben möchte, kriegt man eben mit dazu. Und die Bolzen kosten nicht 3 Euro, nicht 4 Euro, sondern 1,50 Euro. So, und da machen wir eine Rechnung zu. Denn die Bolzen sind verfügbar, man kriegt genug. So, und wenn man die jetzt sich mal überlegt. Die Ref kostet ein Stift, der nicht funktioniert. So. Kostet 799 Euro. Und ist dann wirklich die Endstufe in Hightech und das Nonplusultra, sowie das Magazin, wie auch die Armbrust selber, was taktische Armbrüste angeht. So, 50 bis 60 Joule hat das Ding. So, und das kostet, wie gesagt, 799 Euro. Jetzt braucht man aber natürlich auch Bolzen dazu, weil das eine Magazinarmbrust, da schießt man sehr viel mit. Und ja, da kann man sich mal ausrechnen, wie viel Bolzen braucht man denn so. Wenn ich also damit loslege, die Bolzen halten ja auch ein bisschen was aus. Und speziell, wenn man die auf solche Säcke schießt, ne, Putzlumpen, dann halten sie natürlich auch ein bisschen länger. Und deswegen hat man da natürlich den Vorteil, dass man, okay, ich muss jetzt nicht einmal schießen und dann schmeißt die weg. Ne? Nö, schießt ja nicht in Holz oder sonst was Festes, sondern die halten ja schon ein bisschen länger. Wie lange halten sie? Wenn man guckt, die Vanes, irgendwann sind die Fratze oder man nimmt diese teuren Zielfänge, die man sonst kaufen kann für 70, 80 Euro und dann sehen die Vanes so aus, weil sie viel tiefer eindrängen, anstatt diese hier für 10 Euro. Ne, muss nicht mal teuer sein. So, und irgendwann sind vielleicht die Vanes ganz ab, dann kann man sie neu verkleben. Man kann sie mit dem Feuerzeug ein bisschen anwerben, wenn sie nicht ganz so fratze sind. Das Schöne ist bei diesen hier, wenn die jetzt so aussehen, den kann ich ins Magazin legen, der liegt ein bisschen weiter vorne, stört die MP7 überhaupt nicht. Das stört die nicht. Das Magazin ist so gebaut, dass die Sehne nicht darüber schießen kann. Und deswegen hat man damit auch keine Leerschüsse. Trotzdem kann man noch alles sehen. Und wenn man selber absichtlich mal einen Fall einlegen will, der falsch liegt, da muss man sich schon etwas Mühe für geben, dass man das so hinkriegt, dass die Sehne da einen Leerschuss macht. Kann sie also normalerweise nicht. Deswegen kann man das Ding sogar blind schießen, was gerade nachts sehr gut ist. Und dann muss man das Ding spannen. Was die anfangs hatten, die ersten, die rauskamen, da muss man sagen, da hatten sie diese Wurfarmschrauben, die waren ein bisschen lose. Die wurden im Werk, die ersten, nicht festgedreht. So. Und wenn die lose sind, dann kann natürlich was passieren. Das haben sie aber abgestellt, das wurde sofort korrigiert. Die da rausgegangen sind und da was hatten, wurden sofort ersetzt. Und das lag eben nur an diesen Schrauben. Die sind jetzt auch alle fest, die nächste Lage, die ich auch bekommen habe. Die ersten waren bei mir auch lose und habe ich dann festgedreht, einfach mit dem Imbus. Und die anderen, die kamen schon fix und fertig an. Hat nichts mit den dünnen Wurfarmen oder sowas zu tun, dass die zu dünn wären. Ne? Überhaupt nichts. Das sind einfach Hightech-Armbrüste und die sind so gebaut. Und da kann ich nicht mit Bauernsteuer dran gehen und sagen, das muss alles viel dicker sein. Ne? Dafür gibt es eben Ingenieure, die das genauso bauen und auch austesten.
Und da kann ich nicht sagen, boah, ich weiß sowieso alles besser. Nee, das geht nicht. Die sind so jetzt top und die kommen auch und die halten auch ewig. Ne? Wenn so eine Armbrust mal eingeschossen ist, dann hat man auch Jahrzehnte was von. Bei guter Pflege, klar, Sehnenwachs und alles braucht man dafür. So, dann machen wir eine Rechnung auf. So, 799 Euro. Die Bolzen, wenn ich davon ungefähr 50 Stück im Jahr brauche, ist eine normale Masse, dann habe ich, na sagen wir mal, 10 Schuss pro Bolzen bestimmt, die halten die locker aus. So, und irgendwann gehen mal die Schäfte zu Bruch oder sonst was, die müssen auch nichts aushalten. So, dann sagen wir mal, 10 Schuss hält er aus, sind 500 Schuss im Jahr. Das ist für einen Sportschützen oder sowas nichts. Aber okay, wer so ein Ding eben hat, der schießt auch nicht jeden Tag damit, so wie ich vielleicht, sondern der normale Endnutzer, der sagt dem, okay, ich schieße damit im Sommer öfters und dann ab und zu mal im Winter, ab und zu mal im Keller. So, und dann schieße ich aber meine 500 Schuss im ganzen Jahr vielleicht durch. So, und dann brauche ich ungefähr 50 Bolzen. So, 50 Bolzen. Pro Jahr. Weil ich schieße ja nicht nur ein Jahr lang und schmeißt dann in die Ecke oder verkaufst du, sondern das Hobby, ja, ich mache es jetzt seit 13 Jahren und andere machen es bestimmt auch dann noch länger, also ich werde es bestimmt auch noch 15 Jahre machen, ne, oder noch länger, je nachdem wie man will, da hat man jedes Jahr ungefähr einen Bolzenverschleiß, bestimmt von 50 Bolzen und das eben pro Jahr, nicht nur einmal und dann ist man fertig damit. Gut, 50 Bolzen pro Jahr bei 1,50 Euro. Sind das 75 Euro. Pro Jahr. 50 Bolzen, 1,50 Euro, 75 Euro. So, dann habe ich Kosten nach 10 Jahren. Von 75 mal 10 sind 750. So, 750 plus 799 sind 1449, richtig? €1.549 in 10 Jahren habe ich dann da für ausgegeben. So, jetzt rechne ich mal den, sag ich mal, größten Vergleich, weil es gibt ja nicht viele mit der Kraft, die Siege. Und dann nehmen wir mal den roten als Verhältnis dafür. Siege 300 mit Magazin kostet zum Beispiel bei Dogan 650, 649 Euro. So. Dann brauche ich da natürlich auch Bolzen bei. 50 Bolzen. Und die kosten, weil das ein kurzes Magazin, also die kurzen Bolzen benutzt, braucht man da auch etwas längere. Das sind 8,5 Zoll Bolzen, nicht statt der 7,5 Zoll langen. So. Und die kosten 4 Euro das Stück. So, das sind 4 Euro. Bei Gogan und dann Moment, sind das 200 Euro. 50 mal 4 Euro sind 200 Euro pro Jahr. Ja, jetzt mal 10 Jahren. Sind das mal 10, 2000, 2649 Euro. Da habe ich jetzt erstmal den Vergleich. 1549 für die REF MP7 Supersonic bei Andy Solutions, also bei mir, oder eben die Siege 300 bei Gogan mit den entsprechenden Pfeilen dabei, wenn ich jedes Jahr 50 Stück brauche, 2649 Euro. Ja, sind 900 Euro Unterschied. Natürlich muss man auch mal vergleichen mit dem, wie heißt es, mit der Adder.
Ja, die Edda ist ja einfach allseits beliebt und ist auch sehr gut, war auch die erste mit Magazin. So, die Edda mit 7 Schuss Magazin, dann will ich auch ein bisschen was drauf haben. So, 7 Schuss, diese hier hat 9 Schuss, mal dazu wissen. So, 9 Schuss, hat keine von denen, aber okay, diese hat wenigstens 7. So, und dann kostet die. Ich glaube, im Angebot gibt es die komplett, wenn man sich das nicht extra kaufen muss für 200 Euro das Magazin zu der Edda, sondern gibt es, glaube ich, das Angebot für normalerweise 500 Euro. Das ist, glaube ich, das Beste, was Gogan, glaube ich, hat. 499 Euro. Sehr schönes Angebot. Ne? Dann hat man die 7 Schuss Edda schon komplett fertig mit 7 Schuss Magazin. So, dann brauche ich jetzt 50 Pfeile. So, meine 50 Bolzen. Die Edda ist bolzenempfindlicher. Das heißt, die nimmt nicht jeden. Nicht jeden China-Bolzen und sonstige Sachen. Das kann sie gar nicht, weil die Venen schon mal unterschiedlich sind und deswegen geht das eben nicht. Und deswegen braucht sie eben die Originalen. Dann habe ich die. Braucht die aber die Originalen, die kosten eben 3 Euro das Stück. So, muss ich ja haben. Ansonsten habe ich Leerschüsse und da habe ich ja keinen Spaß dran. Na, oder das ganze Ding geht mir kaputt. So, 50 mal 3 sind 150 Euro. Oh ja. So. Und dann brauche ich nach 10 Jahren das mal 10 sind 1500. Logisch. Plus 499 sind 1999. Nach 10 Jahren. 1999 und das wäre auch nach 10 Jahren. So, dann habe ich hier die Ref mit 2 Schuss noch mehr, fast doppelt so viel Power, modernster Technik und kostet trotzdem 400 Euro weniger wie die Edda nach 10 Jahren. Muss man so sehen. Und wenn man es mit der von der Leistung am besten vergleicht mit dem Fenris, der passt eigentlich nicht, weil das ja ein Bogen ist. Aber immerhin auch mit Magazin. Ne? Wenn ich jetzt hier den Fenris nehme. So. Der hat 5 Schuss. Jo. Und der kostet mich mit Bogen 1200 Euro. So. Wenn ich jetzt da 50 Bolzen von nehme, kann man eigentlich so nicht rechnen. Man muss eigentlich weniger nehmen, weil der Fenris... Ich weiß nicht, ob man den so oft schießt. Klar kann man das auch. Okay, machen wir es mal zum Vergleich. Normalerweise würde ich sagen, sind 25 Bolzen pro Jahr bei dem ausreichend. Aber nehmen wir mal die 50 Bolzen, damit wir sie alle gleich mit 50 Bolzen haben. 50 mal, die kosten 10 Euro das Stück. Weil das ja spezielle Nocken sind. So, und dann kosten mich die pro Jahr 500 Euro. 500 Euro alleine für die Bolzen. Wenn ich jetzt weniger schieße oder weil ich vielleicht nicht so viel brauche oder sie vielleicht auch länger halten, ich habe keinen Fenris, kann ja sein, dass die ein bisschen länger halten oder mehr aushalten, aber irgendwann sind sie auch Fratze. Das ist nun mal so, weil der auch Kraft hat, außer ich schieße nur mit einer Kinderarmbrust und habe die runtergedreht auf 20 Joule oder was sie dann noch bringt. Na, nee, wenn ich so normalerweise mit 60 Pfund abschieße, den Fenris, dann hat der auch ganz schön Bums dahinter und das geht eben auf die Pfeile. Ganz klar, dann brauche ich entweder 500, vielleicht auch nur 250 pro Jahr dafür ausgeben, aber die brauche ich eben an Pfeilen. So, und beim gleichen Verhältnis, wenn ich jetzt 50 brauchen würde, wären es 500 pro Jahr. Nach 10 Jahren sind das mal 10, 5.000. Das ist richtig, ne? Plus der Bogen 6.200. Das sind die unterschiedlichen Preise. Und dann habe ich 1549 im Verhältnis zu 2600, 2000, 6200. Ich muss sagen, Spitzendeal. Und den gibt es eben bei andis.solutions@web.de. Ja, kann man das Ganze bestellen. Und dann kriegt man so ein schmuckes Teil. Das Einzige, was vielleicht noch
günstiger sein könnte, ist, wenn jetzt hier das Siegemagazin, das, was ich ja auch verkaufe, das können wir noch hier drunter schreiben, wenn man es denn aufnehmen kann, mal gucken. Ich hoffe, das kann man jetzt besser sehen. So, so sieht das aus. Das Einzige, was wir jetzt noch günstiger haben könnten, ist als die MP7, ist natürlich die MP5. Die kostet 100 Euro weniger. Das kann man natürlich machen, ganz klar, ist 100 Euro weniger. Oder eben das Siegemagazin von mir. So, und dann haben wir das feststehende Siegemagazin. Das neue, was ich da schon mal präsentiert habe, das kostet eben 339. Na, geh mal weg. So, plus, dann kann man sich seine Siege dort holen, wo sie am günstigsten ist. Es gibt immer Angebote für ein paar Wochen. Sind die ständig im Netz, gehen wieder weg, kommen wieder neu, weil EK hat das ja nicht so gerne. Und deswegen kann man das aber nutzen. Und der kostet dann zum Beispiel bei Westwood Archery letztens bei 429 Euro. Das sind 70 Euro weniger als den normalen. Und BSW hatte den sogar mal für 400 Euro drin. Überlebenskunst.at, glaube ich, mal für 389. Also immer diese Sonderangebote gibt es dabei, anstatt 499 Normalpreis. Hole ich mir das eine, was aktuell verfügbar ist, die Siege selber, kostet dann 429 Euro. So, und dann habe ich ja hier schon zusammen erstmal mehr. Klar, kann ich sagen, das kostet mich ja mehr, sind 750, 768 Euro. So, sind 768 Euro. Das sieht natürlich erstmal mehr aus, wie die 649, die ich woanders bei bezahle. Klar, ne, weil das Magazin ja dementsprechend mehr kostet. Dadurch habe ich aber jetzt die günstigen Pfeile. 50 Bolzen pro Jahr, 50 mal 1,50 sind 75 Euro, 75 Euro pro Jahr und das mal 10 nach 10 Jahren sind das eben 750 Euro plus 768 sind 1518. Nach 10 Jahren. Das kostet das offene Siege 300 Magazin, wenn man es bei Andy Solutions eben holt. 1518 im Vergleich zu 2649, weil ich da die teuren Bolzen eben brauche und hier die günstigen, die genauso lange halten. Weil im Endeffekt kommen die vom gleichen Hersteller. China produziert eigentlich alles. Was sie dran schreiben, dran drucken, sieht hübsch aus. Ja, aber das ist eben trotzdem alles die gleiche Ware. So, und das sind die Preise. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Ne? Weil das Ding will man ja nicht nur für ein Jahr haben, sondern wenn man es mal auf 10 Jahre hochrechnet, was kostet mich was? Ne? Ja, dann hat man hier die Sachen. Riff, MP7, nach 10 Jahren 1549, Siege. 300 bei Gogan, 2649. Die Edda mit 7 Schuss mit einem guten Angebot bei 499. Nagelneu kostet auch noch mehr, 1999. So, und damit sind die schon außen vor, weil die wesentlich teurer sind. Die Fenris kann man vom Preis her gar nicht rechnen, sind 6200, viel zu hoch. Und die Siege eben bei mir mit Andys Solutions sind das nach 10 Jahren 1518 Euro. Weil eben die Bolzen günstig sind. Die gibt es dann auch bei mir in der Menge, die ihr haben wollt. Ja, und das wollte ich dann auch mal zeigen. Und ich denke mal, das gibt so ein bisschen Einblick. Obwohl man dann ein Top-Magazin hat, in Deutschland produziert, vom Autozulieferer, der das für Audi zuliefert und sowas und deswegen auch Qualität dafür hintersteckt, mit Carbonverstärkung, mit allem drum und dran, kostet erstmal in Anschaffung etwas mehr, aber rentiert sich über die Jahre auf jeden Fall. Wird auch nicht spröde oder sonst was, ich kenne 3D-gedruckte, die auch schon mal spröde werden, wenn sie in der Sonne zu lange siegen oder wenn sie Ölen ausgesetzt werden oder. Und das kann bei diesem Magazin eben nicht passieren, weil die allesamt lasergesintert sind und mit Carbon verstärkt.
ne? Und sehen dazu sehr schön aus. Gut. Dann bedanke ich mich und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, und dann mal mein Fazit dazu. Also die MP7 Supersonic Rev, die ist top. Da ist wirklich alles dran, was man bisher immer haben wollte. Reverse-Arm-Technik, jede Menge Power. Leicht ist sie, sehr, sehr führig. Da hat man gar kein Problem mit, die kann man in einer Hand schießen. Das ist eine super Sache. Sehr kompakt, sehr klein. Schaft kann man anpassen oder auch gar nichts rauslassen. Man kann einen Scope nutzen oder auch nicht. Es ist sehr günstig über die Jahre. Sehr viel günstiger sogar noch wie die Edda, weil man eben die Pfeile viel günstiger bei mir bekommt für 1,50 Euro. Einfach bei andis.solutions@web.de und schon hat man die Dinger. So, und man kann hier einen Scope nutzen. Man kann noch Schnellspannsystem, hat er hier eben auch dran. Wenn ich jetzt ganz gerne das Ding genutzt habe und normalerweise für Weitschüsse nutze und damit auch mal auf 100 Meter schießen will, das kann das kleine Gerät mit der Geschwindigkeit. So, und danach bin ich aber wieder zu Hause und möchte es für Home Defense noch benutzen. Dann mache ich einfach das Ding ab, drehe es rum, so, und dann kann ich das abnehmen, wenn ich das möchte. Upsa, da ist er schon ab. Dann kann ich den abnehmen und dann kann ich den einfach so lassen. Entweder nehme ich dann hier einen Red Dot, wenn ich das ganz gerne drauf machen möchte, auch mit Schnellverschluss, gar kein Problem. Oder aber, ich brauche gar keinen Scope, weil ich habe hier die Backup-Scopes. Hier vorne sind Schlitze, da ein Schlitz. Wenn ich die übereinander bringe, kann ich damit genauso gut zielen und genauso gut treffen. So, und dann bin ich noch händiger, noch führiger. Den hier vorne kann ich auch abnehmen, wenn ich das ganz gerne möchte. So, und dann ist das Ding immer leichter und noch leichter. Und da kann ich wunderbar treffen. Also das macht richtig Fetz. Und auch wenn die Pfeile mal Fratze sind, ne, es gibt ja hier zum Beispiel auch Pfeile, die hier drin sind, ne, die jetzt schon ein paar Mal tief reingedrungen sind und deswegen sind die dann irgendwie kaputt. Das stört die nicht. Die macht deswegen keine Leerschüsse. Also eine super Sache, sehr sicher auch dafür. Was wichtig ist, das Ding hat natürlich keine Sicherung mehr. Wer sie möchte, kann man natürlich auch dann die Sicherung drin lassen. Ne, dann bleibt sie drin, dann muss man sie jedes Mal, automatisch geht sie raus und man muss sie erst wieder reindrücken. Das kann man machen, gar kein Problem. Ne, wenn man sie mal gespannt hat und nicht mehr schießen möchte, weil man gerade sagt, oh, ich möchte es doch nicht schießen, wieder spannen, festhalten, hier oben auslösen und langsam kommen lassen. Und dann brauchst du nicht schießen, wenn ich nicht will. Ne? Und ansonsten, ja, das macht alles, was es soll. Es hält ewig, ist noch günstiger wie fast alle anderen Lösungen und hat jede Menge Power. Also, wenn ihr die wollt, sagt Bescheid, dann machen wir das und dauert ungefähr einen Monat, bis ihr sie dann habt. Ich muss sie natürlich auch umbauen und eben bekommen. Wenn BSW ist verfügbar, je nachdem, welchen Schaft ihr haben wollt, geht es eben innerhalb von einem Monat meistens raus. Ja, und dann habt ihr viel Spaß damit. Das kann man, wie gesagt, bestellen bei andis.solutions@web.de. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. War heute ein bisschen länger. Ich hoffe, man konnte alles verstehen mit dem neuen Mikro. Und ich hoffe, es war auch nicht zu langweilig zwischendurch. Ja, und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit dem Teil und einen schönen Sommer. Bis dahin.